Waren wir schon in der Aufnahme? Nee, aber jetzt. Ach, schade. Ah, bitte, Leon, schaffen wir den jetzt. Ey. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu den Bonus-Level. Das war antiklimatisch. Das war stinky. Ja, aber beim letzten Mal haben wir den Boss gemacht, der letzten Welt, in der wir waren, der Schneewelt, wenn ihr euch erinnert. Und diesmal sind wir nach dem krassen Überlängen Algorithmus unfreundlichen Parts vom letzten Mal am Ende des Levels beim Bonus-Level. Und, dafür heutige Folge nur 10 Minuten. Weißt du, fühle ich nicht, to be honest. Ich werde nach Stunden bezahlt, ich krieg weniger. Also nach Parts werde ich bezahlt, meine ich nicht nach. Warte, nach Parts wäre gut für mich, ich rede. Ach, keine Ahnung, ich kriege eine Prämie, wenn der Part über 10 Minuten lang ist. Ende. Heißt, genau, der Part habe ich doppelt kassiert. Echt, für diese eine Münze musste ich jetzt. Das ist doch scheiße, das schaffe ich doch später nicht. Das ist eine interessante Münze. Nicht böse gemeint. Ja, gut, ich gebe ich zu. Ah, ich truste in dich. Ich truste. Wenn du die. Rechts? Ja? Ja? Gaming! Oh, das war Gaming. Also rechts hat die Flagge. Kein anderer Scheiß. Auch so gut, wie du beim ersten Part mich gefragt hast. Das habe ich gar nicht realisiert an der Stelle. So, ob man bei, wie bei Mario oben drauf kommen und dran kommen muss, richtig. Wo ich mir dachte, was? Kurz reingeguckt und dachte so, da ist ein Seil. Du springst dran und ziehst die Flagge runter. Hätte sein können, das ist dann ein Bonusleben. Ja, nee, alles klar. Ich habe das so gar nicht so verstanden, als wir da waren. Oh, so viele Vögel. Sie schläft schon wieder. Dann speichern wir doch einfach mal. 30%. Ey, fehlen nur noch 40. Hat doch 103, richtig? Wir machen ja nicht 104 oder 105, richtig? Genau, richtig. Voilà. Ich habe gerade irgendwelche komische Geräusche gehört, leider. Aber ich glaube, es ist doch nichts. Vielleicht machen die anderen coolen Let's Player 105, wer weiß. Okay, Benny's Chairlifts. Achso, das ist, wir müssen mit dem Bär reden. Tatsächlich ist kein Level oder so. Mach ich jetzt auch. Good day, crazy kitty. My name is Benny. Me and my brother Björn run the chairlifts in this region. My chairlift is the safest route up the cliffs. So go on, kitty, take a chance on me. Would you like to using the chairlift? Gut, wie einfach Björn. Hä? Wir als Deutsche haben das einfach. Andere Leute, enge Björn, Torbjörn, Alborgs, Engs. Können wir denn laufen? Ich glaube, wir können gar nicht laufen. Was soll denn das? No way, well, okay then. Maybe later. Hä? Weil wir könnten nicht. Also, was? Bonus-Level jetzt. Ja, cool. Wir kommen doch gar nicht. Wir kommen doch nirgendwo hin zu Fuß. Kitty, bist du dumm? Trottel. Kleiner Trottel, ey. Schön, wie die sie alle so eingeschweißt schon kennen, so, ne? Kleiner Kitty und so. Ja, okay. Okay. Donkey. Strap yourself and away you go. Okay, Donkey. Schön. Ja. Vor allem verstehe ich nicht, was ist eigentlich die. Was ist eigentlich die Story des Spiels? Oh, willst du das wirklich wissen? Oh, nee, noch nicht. Confused Cliffs. Oh shit, das. Das Wortspiel. Ja, sagen wir so, Diddy wurde auch entführt, ne? Wild. Was da? Ja, bisher war er nur, hey, pass mal auf Kitty auf. Viel Spaß. Ja, also die Lunte brennt. Die Lunte. Panik. Halt echt. Du weißt ja nicht, wo ich runter kann. Okay. Oh. Ja, was wenn da links was war? Ich weiß es. Oh Gott. Oh, oh nein. Gott. Nein. Verdammt, was ist das? Das ist echt ein bisschen. Ich bin nicht confused, ich bin... Wow, ich war... Oh. Du warst softlocked. So ein bisschen. Nein, was ist das? Alter, gar kein Nerv zu. Gar keinen Bock. Nee, ich sammel mich kurz. Ich hole meine Komplettlösung raus. Irgendwann erscheint am rechten Bildrand eine einsame Banane, hüpft an dieser vorbei den Berg hinauf. Unweit nach N seht ihr eine seltsame Bananenreihe rechts von euch. Also es ist schon gehighlightet, okay, dann... Sehen wir ja wo und wann. Das Level heißt übrigens im Deutschen Luntenluft. Das hat nichts mit Confused Kong zu tun. Weißt du, was auch witzig ist? Ich realisiere gerade, Leon. Du hörst mich ja noch, ne? Ja. Ich hab doch mein WLAN am Handy ausgemacht. Ob halt Komplettlösung, ich hab hier im Browser auf, das ist, die Seite ist halt geladen. Das ist, ich gucke die ganze Zeit auf einer Scroll auf einer Seite, die halt durchgeladen ist, aber ich habe eigentlich WLAN gar nicht an. Ich merke mich gerade, dass oben drüber steht keine Internetverbindung. Oh. Da bin ich auch ein bisschen confused bei. Das ist gruselig hier. Ah, die Musik! Stimmt. Oh Gott.
Das ist eine andere Lunte. Warum würde ich freiwillig an die nächste Lunte? Fuck! I'm sorry. For swearing and also dying. Boah, hier Bonus-Level finden. Irgendwann ist rechts eine einsame Banane. Da, 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 da! Na, oh, 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 fuck! Ich wollte mich nicht erwähnen. Ja, wow, bitte. Da rechnet ja auch keiner mit. Doch, der Mann in der Komplettlösung. Der wusste das. Später, stand das da? Pass nee, auf. Da stand nur der auf dem. Ich bin tot. Ich hätte mich trauen müssen. Nee, da stand einfach nur, dass du danach den Berg weiter hochhüpfen sollst. Da stand nicht, oh, passt auf beim Springen oder so. Oh, oh Gott. Na, Helikopterboy, jetzt kommen wieder zwei Singer oben. Eine coole Level-Idee ist es ja, aber ist das sehr panisch. Irgendwo kommt wieder ein Helikopter. Okay, gut. Andere Seite. Sorry, bei mir ist laut. Ah, ja, Schnellstraße, Leute. Hier fahren LKWs vorbei, ab und zu ein Lambo oder ein Porsche irgendwas. Und das ist unübertrieben. Tatsächlich der Fall. Guck mal, ja, richtig wie Kitty am Seil abgeht hier. Guck mal, mit der links, rechts, die Handbewegung. Geübt. Ich sag dir, der hat Übung. Ah, Kitty, du bist ein kleiner Stüppi, du machst aber doch nicht richtig. So, Wespe rechts. Frühübt sich. Ich dachte mal Wespe. Kitty kommt da links. Wieder auf rechts. Jetzt kommen die zwei Singer. Mich irritiert dieser Hintergrund, der die ganze Zeit mitkommt. Helikopter aber, links. Aber wenn man so ein Pixel nach unten geht. Rechts. Zack. Links. Geh ich wieder auf rechts. Oh, ja, meine ich ja. Nach rechts abspringen. Du kannst direkt nach rechts. Ah, ne, es ist nicht gescrollt. So ein Müll. Ich glaube, es war sogar noch ein kleinen Ticken mehr da oben, aber nur einen kleinen Ticken. Ah, es tut mir leid. Ah, wie jemand entschuldigst, finde ich lustig. Entschuldigung. Ja, bisschen difficult. Weißt du, was ich lange nicht mehr getrunken habe? Yakult. Sagt ihr da was? Mhm. Schmeckt tatsächlich gut, auch wenn es natürlich nicht für den Durst ist. Zumindest finde ich, dass es schmeckt. Keine Ahnung. Hast du jemals so ein Ding gehabt? Weiß ich nicht. Ich weiß auch gar nicht mehr. Es waren einfach nur Alternativen zu Actimellen günstige oder so. Ich weiß nicht mehr, was Yakult genau war. Ich hab die Dinger sogar echt lecker tatsächlich im Kopf. In der Erinnerung so. Actimellisiert wenigstens. Egal, du kannst jetzt dann nach rechts, I guess. Ist gut, ich wäre auch echt traurig gewesen, hättest du die Banane nicht mitgenommen. Scrolling Level, oh Gott. Ist das ein Dreck, ey. Wenn der drückt. Genau. Ja, musste mich noch kurz mental darauf vorbereiten. Okay. This is certainly a video game. Ist das jetzt wieder nach rechts? Nee, es ist nicht, es ist eine Lunte. Und dein Tod. What the? Das Level ist kein Spaß. Wir haben unter 20 Leben. Gar kein Spaß. Oh oh. Stinky. Stinky Kitty. Er hat in die Pyjamas gemacht. Den Strampler meine ich, nicht Pyjama. Ih, das fällt ja gar nicht. Das ist ja. Ist ja immer noch da drin irgendwo. Unten kommen die Zipfel von den Zehen. Kitty hat ihn seinen Strampler gemacht. Alter, das ist echt ein Level. Dieser Hintergrund, der immer so ein Pixel weiterfährt, das ist voll eklig. Kannst richtig sehen, immer blub, 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 blub. Kann er jetzt gerade nicht drauf achten, ja, das, ne? Aber ich weiß, was du mal. Uiuiui, ohne Tod, ich bin stolz. Das ist aber auch wichtig, weil wir dann ein bisschen mehr Tries haben, I guess. Nach links. Basically nur an der Stelle direkt abspringen. Okay, nice. I guess. Oh, ja, yeah, that certainly is a level, würde ich sagen. Oh. Ja, nochmal. Okay, gut. Die Lunte brennt, die Lunte brennt. Ah, Checkboard. Super, appreciate it. Irgendwann ist dann nochmal rechts irgendwo eine Bananenreihe oder so. Mhm.
Da wurde ich gekiddied, sag ich dir. Gekiddied. Are you kidding me? Are you kidding me, ja. Aber ich habe mich nicht getraut, scheiße. Du hast dich selbst gedixiert. Softdog, keine Ahnung. Ich habe nicht, ja, hab mich getraut. Ja, okay, okay. That certainly is a level, ja. Machen wir jetzt auf Englisch, das ist ein Let's Play. Boah, welcome back to Diddy Kong, Donkey Kong Country. Let's play together. Alles so Englisch, ja. We are in Kong's confusing irgendwas. something. We are really confused. Yeah. Send help, please. That was most certainly scary. Call an ambulance. Ui. Not from... What? Whoa. What was that? What the fuck? Okay. Oh my god. Ja, ich glaube... What? Oh, oh, oh. Hier habe ich mich nicht getraut, richtig? Oh. Oh. Da kommt Bananen irgendwo. Irgendwo. Hier. Nope, tot. Da! Aber das richtig? Die waren voll weit rechts. Ich glaube, vielleicht kommt ein unsichtbares Fass aus dich rüber. Warte, das lese ich auch noch. Oder es ist halt gut, wenn du das spielst. Ich weiß es nicht. Ja, stimmt. Ich kann gleiten. Das hab ich das Ding nicht genommen. Springt entlang dieser Reihe. Warte, unweit nach N seht ihr eine seltsame Bananenreihe rechts von euch. Ich hab mich hier nicht getraut! Springt entlang dieser Reihe von Bananen. Da steht einfach nur, dass man springen soll. Also, steht nicht, was passieren wird, aber Spaghetti werden ja super. Ja, voll geil. Oh, so Spaghetti Carbonara oder sowas. Keine Ahnung. Ah! Bäh. Einmal die Fehldecke rasiert. Kitty kann das gebrauchen, damit sieht er rebellischer aus. Kitty kommt Leute bald in seine... Ernst, ey. Der könnte der nächste Klobber sein, Echt? Er kommt bald in seine rebellische Phase. Pubertät. Alter, das ist der Teenie Kong. Ich wäre Kitty, sondern Teenie. Ja, was ist denn das? Der heißt einfach, ich trau mich jedes Mal nicht. Ich hab Angst. Oh Mann, Kitty Kong muss echt einen Return machen, das ist no joke. Vor allem, der heißt einfach Kitty Kong, aber der bleibt ja nicht ewig Kid. Irgendwas Erwachsenen heißt dann immer noch Kitty Kong. Eben. Es ist doch genauso wie, keine Ahnung, haben Leute ihre Töchter oder was damals Margaret genannt, weil sie dann denken, ja, irgendwann, wenn die alt ist, passt es, Irmtraut, Margaret. So, das ist doch einfach, die Namen sind natürlich aus der Mode, so, keine Frage, aber es passt halt immer noch, Oma Irmtraut oder sowas zu hören, ja? Mhm. Und ich trau mich immer nicht. Wer würde denn heute jetzt noch Kinder so nennen? Kinder eigentlich nicht? Nee, damals war das scheinbar egal, aber heute würdest du halt eigentlich, das sind Oma-Namen, wenn du so willst. Das ist nicht mal böse gemeint. Oh Gott. Ist ja das gleiche? Keine Ahnung. Sven stelle ich mir... Nee, aber Sven geht... Zum Beispiel Marvin finde ich auch ein kindlicher Name. Erwachsene Marvin, Vielleicht liegt es daran, dass alle Marvins, die irgendwie auf YouTube so bekannt sind, alle nicht die besten Beispiele sind. Wer weiß. Aber, Oh Gott. Marvin ist für mich auch eher so ein kindlicher Name. Es ist meine Auffassung, aber ich weiß nicht. Okay, warte mal, hier bist du eben... Scheiße. Ja, dann nach rechts jetzt. Ich fliege... Oh Gott, Gaming! Okay. Oh Gott, okay. Das war aber wirklich close, ey. Da muss ich jetzt hier wieder kranke Scheiße machen? Oh Gott. Okay, rechts. Okay, ja. Genau, einfach nicht so schnell nach oben. Okay. Leo! Ich dachte gerade, das sah gerade für mich aus, wenn der Plattform wäre. What the fuck? Low brain. No. Ey, also richtig eilig, ey. Bruder, muss los. Was ist mit Leon los? Das sieht gar nicht gut aus. Oh, Kitty muss los. Ja, nee, keine Ahnung. Sarah, irgendwie habe ich gerade eine Plattform gesehen. Dachte mir, oh ja, da ist ja dann schon die Münze drauf. Nope. Fuck. Ich weiß auch nicht, was ich da gesehen habe. Als Turnfahrt dachte ich mir, das sieht aus wie der ganze andere Laden hier. Ich, ja, keine Ahnung. Tot. Ich bin doof. Das Timing da ist auch echt irgendwie alles ein bisschen tricky. Bisschen kiddy. Bisschen tricky aus Star Fox Assault. Star Fox Adventure meine ich natürlich. Dinosaur Planet, ja, you know. Auch von Rare. Oh Mann, unsere Leben. Schwinden. Beep, 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 ja, mein beep, zurückbekommen. Beep. Wupp, wupp. Kitty Kong. Ey, wenn Kitty erwachsen wird, dann interessant. Ich kann nicht wissen, wie groß er dann ist. Gute Frage. Ey. Auf jeden Fall so ein zweiter Donkey werden. Mhm.
Kann er nicht irgendwas unsichtbare Fass? Er ist da oben? Oh, okay, cool. Immerhin. Dann haben wir... Ah, da war das, was ich da erwartet habe, okay. Oh Gott. Jedes Mal schrecke ich mich aufs Neue. Ja, gleich rechts, aber schön weit oben erst. Das hast du ja gesehen, da sind Bananen, die nach unten zeigen und dann halt zur Spur rechts. Ich werde es dir zeigen. Genau, da sieht man. Puh, aber auch gerade so, ich weiß nicht, ob ich das Level schaffen kann, though. Ich meine, ich schaffe es. Wuhu. Ja, der Leon ist einfach komplett eilig. Ich habe Dinge gesehen, die nicht existierten. Leon, das nennt man auch Mario Morgana. Mario Morgana. Den man nicht besiegen kann. Wow, 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 wow. Wow. Bro. Wow. Not funny. Dude. Wieso haben die das Seil eigentlich nicht gekappt? So? Die sind ein Ruffelcopter. Und dann... No, oh, Kange. King Kong. Kange Kongruenz. Oder so. Okay. Warte, was? Bait? Da links war oben was. Oben links, oben links! Ja, ich hab's auch gesehen. Da ist der Typ drin. Mhm, das ist die Dicke. La, 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 unsere Leben schwinden. Ja, ich wurde gebaitet. Ich habe jetzt was erwartet. Ich dachte, vielleicht muss ich schnell nach links, weil danach die Kamera rechts gelockt wird oder sowas. Aber nein. Okay. Egal, das Level an sich ist ja damit done. Wir müssen nur nochmal hochschaffen. Ohne uns Trouble wegen dem Bonus machen zu müssen. Und ja, wir sind zu zweit. Ne? Zu zweit ist man immer besser dran. Oder Miso in einem Part damals geteiltes Leid ist doppeltes Leid. Upsi. Das sagte ich da auf jeden Fall mal. Schönes Zitat. War natürlich ein Versehen, ne? Glaub mir das mal, aber da hier gehe ich jetzt nicht nach links, weil keine Ahnung, wo da genau, wie weit ich nach oben kämpfen muss. Bin tot! Ich dachte, die fliegt da weiter nach rechts rein, aber ich wusste nicht, dass ich hätte gehen müssen, I guess. Ich war in meinem Inneren gesoftlocked. Trapped in my mind. So wie Kitty in seinem Pyjama. In seinen PJs. In seinem Strampler. Wie soll ich mal Pyjama. Strampler und Pyjama eigentlich das gleiche? Ja, weiß ich nicht. Englische Name? Weil PJs? Ich weiß es nicht. Ach, Kitty, erzähl doch mal, wie fühlst du dich? Ich bin schon wieder tot. Ach, gerade so, Boah. Oh, ich bin wieder da. Gott sei Dank. Ich hab dich vermisst. Same. Ich hab mich auch vermisst. Rip O. Das würde uns hier wenigstens immer wieder ein Leben geben. Ich wurde an meinen Code in meinen unten getroffen. Du weißt schon. Da pass auf die Ruffle. Da hat sie sich erstmal ganz kurz unten die dezenten Herrchen abgebrannt. Was ist das denn schwer für ein Level? Wir waren schon durch. Es tut mir leid. Ich habe jetzt zweimal am Ende gechoked für die K-Münze. Ich fühle mich so schuldig. Ist es okay. Danke, du bist so verständnisvoll. Mein Partner. Partner, oh Partner. Der Kitty schwitzt da richtig, wenn er klettert. Glaube ich. Ich schwitze auch beim Spielen gerade. Passt. Ich cosplay Kitty richtig. Oh ja, bitte. Boah, das möchte ich sehen. So behaart bin ich, glaube ich, nicht. Du. Ah, ich habe gelernt, dass ich einfach durchziehen kann. Ja, aber richtig close. Der Ruffelcopter? Ah, nee, jetzt kommen wir mal drei Wespen, ne? Drei Singer. Egal, du bist jetzt. Kannst am oberen Bildschirmrand halten. Hallo, ich bin durch. Egal. Oh! Okay, egal, ist es halt nicht. In welche Richtung kam der jetzt nochmal? Von links? Rechts kommt der erste. Okay. Jetzt halt wieder, genau, immer dann dahin, wo gerade erst einer war. Beziehungsweise jetzt kommen die halt so Quereinsteiger oder so. Oh, nur nicht Dixies in Team Bird. Okay, gut. Ja, dann gleich nur ganz oben links abspringen. Oh, fuck, never mind. Nein, ich hab gerade nach links geswitcht. Ja.
Part ist auch schon vorbei, ne? Oh, exakt 20 Minuten gerade, als ich raufgeguckt habe. Der Algorithmus und ich verstehen uns so gut. Aber das Level schaffen wir noch. Ich wollte aber nur Zeit totschlagen mit einer Animation währenddessen. Nein! Es ging nicht darum, dass Kitty ein Wanker ist. Hallo, spring! What the fuck? Das ist bei mir laut. Ah. Game over bald, ich freue mich. Ganz laut, okay. Wanky Kong. Warten. Alter, das wäre ein Titel. Da, oder der Wind Wanker. Rechts und links und Wrinkly Kong. Du 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 du. Du du du. Erzähl mir doch was. Watch Dogs Mask. Aha. Let's Play. Irgendwann. Nie gehört. Ja. Tue ich das. 100%. Ich habe ein bisschen Angst davor. Weil die Zeitmechanik, oh Gott, nicht so einfach für mich war. Aber ich schaff das. Mhm. Pass auf, der Rechte kommt rechts. Mhm. What? Excuse me. What? Ich hab. Editor, nochmal in Slow-Mo bitte. Ich hab nach oben gerückt. Vielleicht bin ich ganz leicht nach rechts gekommen und dadurch hat sie sich genau in der Sekunde gedreht. Ja, ich meine, ich weiß halt nicht, ob du in deinem Stream damals geheime Lieder und so auch benutzt hast oder kennengelernt hast. Boah, ja. Halt, vielleicht Vogelscheuche, weißt du, wenn du die Hymne der Zeit rückwärts spielst, die Ballade des Kronos, dass du die Zeit verlangsamen kannst. Ah ja, stimmt. Oder halt Thema der Zeit im Wind, wenn du die ersten drei Noten der, also immer doppelt spielst, also rechts, rechts, runter, runter, AA, dann bist du direkt einen halben Tag vorspulen kannst zum Beispiel. Also halt immer zur Dämmerung, zum Morgen, zur Dämmerung, zum Morgen. Also Zeitmanagement wird eigentlich mit den Liedern einem dann doch recht einfach. Klar, wenn man noch nicht oft gespielt hat oder großartig, ne, dann kann ich verstehen, dass das immer noch scary wirkt. Aber... Alright. Also das wird schon, das wird schon. Ja. Das Level hier auch, denke ich, hoffe ich. Problem ist natürlich, ich wünschte, du wärst weiter oben gestorben bei den drei hier, weil dann hätte ich halt jetzt ein Free-Dingens. Nee, ist eigentlich gar nicht so schwer. Ich hätte vielleicht nach rechts drehen müssen, dann hätte ich, glaube ich, Pass. Darf ich mal anfangen? Ich finde mich schlecht, nachdem du gerade sagtest, hey, die sind eigentlich gar nicht so schwer und dann sterbe ich danach. Jui. Aber naja, so ist das halt manchmal, wenn man bei nach 20 Minuten immer noch aufnimmt. Da geht der Wahnsinn. Aber wir fahren immer in diesen Bärenmünzen, I guess. Ich hab wieder gewartet, ich Dulli. Du Didi, Alter. Ich Dulli, Didi, Didi, Dulli. Leute, mein Killi sei der Insult Diddy Kong, Alter. Ich meine, Kitty? Also Kitty zu Diddy? Diddy hat vielleicht dann so ein bisschen aerodynamischer. Aber sonst hat Kitty eigentlich den Vorteil wie Donkey. Er kann die dicken Gegner fertig machen. Er kann über Wasser bouncen. Er ist basically ja eigentlich sogar ein besserer Kitty Kong. Diddy Kong. Wir können ja mal eine Donkey Kong Country Charaktere Tierlist machen. Ja. Wieso ist Dixie Kong als einziges ein Broken Tier? Oh, Cranky in Tropical Freeze? Der kann wahrscheinlich auch einiges. I'm sorry. Ja gut, da hat ja jeder so seine Vorzüge. Aber Cranky, oh. Ich weiß gar nicht, ob du es wissen willst. Ich kann nicht sagen, was der kann. Er ist krass. Er ist Dagobert. Ja, okay, du weißt es doch. Das weiß ich, ja. Sein Stab ist OP, Alter. Uiuiui. Sein Stock, nicht sein Stab. So, jetzt einfach nur noch gleich links, rechts drehen. Pass auf. So. Genau. Ich hab mich schon gedreht, die Animation war schon da. Ich muss sagen, ich hab's auch gesehen. Oh no. Algorithmus, Mann, der Algorithmus. Ich war mir nicht sicher, ob noch ein dritter kommt, aber ich hätte einfach trotzdem präventiv switchen können. Hab ich aber nicht. Der Präventivschlag wurde nicht ausgeführt. Ja. Gute Materie in Final Fantasy 7. Wohl, geht so. What? Das war vielleicht ein bisschen früh. Oh Gott. Alles gut. Das Game ist forgiving. Ehehe. Hat mich was ganz Linkes in dem Fass drin. Das ist auch nur zurückgeschossen, oder? Wahrscheinlich. Ich probiere es gar nicht. Ich verstehe gar nicht. Nimm immer wieder das Endmittel, obwohl es eigentlich echt nichts bringt.
Boah, aber die Bananen sind gut. Das ist wahr. Ein bisschen lange gewartet vielleicht gerade. Alles gut, alles gut. Aber bring mich durch diese drei Wespen durch und ich bin mir sicher, ich kann es endlich schaffen. Gaming! Der erste kommt rechts. Ich hab schon, ich hasse mein Leben. Wollte ich mal so sagen. Dip. Kam noch ein Fass? Nein. Achso, ich dachte, der erste kommt rechts, das sind doch die hier. Ich dachte, das wären, Uiuiui. Weil der erste kommt aber auch rechts. Ratata, ratata, ratata. Nee, okay, never mind. Okay. Ah. Okay. Bin ich erlöst? Ja. Glaube schon. Okay. Okay. Was machen wir jetzt? Der Typ ist da unten drin! Ja, das habe ich mir gedacht. Oh, okay, Glück gehabt. Aber wie machen wir das? So. Wie er durch die Wand kam. Jesus Christus! Oh, ich hab echt Angst, dass ich runter. Das war eine Geburt auf jeden Fall. Kannst du nach rechts laufen? Kann man mit dem anderen Typen reden? Ja, Björn. Björn bist du dann, ne? Okay. Oh, hello, how are you, my fine furry Dixie? I'm afraid that my chairlift is broken. I left my number 6 wrench to someone and they didn't return it to me. Hey, you found my wrench. Aber das dann beim nächsten Mal. Yo, tschüss.